ihr Lieben, ich habe einen Mischmasch-Haul und zwar war ich bei Idee, bei Tiger, bei Nanunana, bei Xenos und bei Depot. Und da ich da jeweils immer nur ein, zwei Sachen gekauft habe, dachte ich, packe ich das alles in einen Haul. Fangen wir an mit Xenos. Da kann ich euch auch wieder keine Preise sagen, weil ich den Bon nicht mehr habe. Und zwar habe ich hier so Pailletten, Holz und Kunststoff. Da sind einmal hier so Holzplättchen und so Ringe drin. In Schwarz-Gold-Silber, Pailletten, Schwarz-Gold-Silber. Und so, ja, Streuteile, Blümchen ähnlich. Und diese beiden Sachen ideal für Schüttelkarten. Dieselbe Variante in dieser Farbe. Und auch nochmal in dieser Farbe. Die waren, glaube ich, auch reduziert gewesen. Aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr genau. Was ich halt ganz schön finde bei Schüttelkarten, ist, wenn die Pailletten verschieden groß sind. Und ja, das fand ich hier auch mal was anderes. Das. Dann habe ich mir hier so eine Kette, eine Kartenschnur mit 25 Clips. Das finde ich ganz schön, um Karten oder ertauschte Sachen an der Wand zu befestigen. Davon habe ich mir zwei Stück geholt. Dann war ich bei Depot und da habe ich dieses Washi-Tape gefunden. Also ich mag ja eigentlich nicht so grün, aber ich finde, das sieht unheimlich schön aus. Auch wieder so mit Goldfolie. Das hat gekostet 4,99 €. Und ja, dieses. Dann war ich bei Tiger. Da habe ich einmal dieses Washi-Tape. Das finde ich irgendwie, erinnert mich total an Kartenspiel. Ich weiß auch nicht. So, ja, an Karten halt. 2x5 Meter. Das hat gekostet 3 Euro. Habe ich. Ja, bei Tiger ist ja immer so eine Sache. Ne? Da steht dann einmal 1 Euro und dann hängen alle Washi-Tapes da und dann, ja, haha, hat 3 Euro gekostet. Finde ich jetzt aber nicht so schlimm, weil, wie gesagt, sind 5 Meter drauf pro Rolle. Und dann, das habe ich in irgendeinem Video gesehen, ich weiß leider nicht mehr in welchen. Hier sind Heftklammern in den verschiedensten Farben drin. 3000 Stück. Und ja. Warte mal, kriege ich das einfach so auf? Dann kann ich es euch mal zeigen. Ja, wartet. Hier kommen so ein bisschen raus. Wartet. Nein. Da. In so blau, grün, gold, rot, mint, rosa. Ja, finde ich mega. Und sind halt auch immer direkt so kleine Abschnitte. Nee, so ganz. War teilweise schon gebrochen, aber das ist ja beim Tacker egal. Ja, auf jeden Fall fand ich das ganz schön. Gerade wenn man so Scrapbook macht und da irgendwie Dinge fest tackert, anstatt sie fest zu kleben. Sehr schön. Dann war ich, wie gesagt, bei Idee. Und da habe ich dieses Washi-Tape entdeckt. Ich weiß noch nicht so genau, ob es wirklich Washi-Tape ist. Weil, also Mirror Rainbow Tape. Das changiert halt so in Regenbogenfarben. Und da sind drauf, keine Ahnung, ist von Paper Poetry. Ah, 5 Meter sind drauf. Das hat gekostet 2,99 €. Und dann habe ich entdeckt, auch von derselben Marke, die ist eigentlich relativ günstig, finde ich, ein Acrylblock, aber mit Griff. Ja, das hat mir gefallen. Habe ich mitgenommen, hat 5,29 € gekostet. Ja. Ja, ja. Nochmal gucken. Ja. Was steht da? Acrylstempelblock, genau. Ja, dieses. Und ja. So halt, ne? Dann war ich bei Nanunana, weil ich dieses Buch hier bei jemand entdeckt habe. Wenn du dich wiedererkennst, weil ich habe es bei dir gesehen, wer auch immer da draußen. Ich weiß noch leider nicht mehr bei wem, weil ich gucke, weiß ich nicht, wie viele YouTube-Videos. Das große Einhorn-Fanbuch. Basteln, Backen, Beauty und mehr. 30 zauberhafte Ideen. 7,99 € bei Nanunana. Und zwar mache ich das mal schnell auf. Fand ich das so schön, als ich das gesehen habe. Das musste ich haben. Weniger wegen dem Einhorn. Ja, ich weiß, Einhörner sind im Moment der letzte Schrei. Nee, wie? Sondern, ja, ich zeige euch. Und dann auch aufkriegen. So, was ich ganz süß finde, ist hier, das ist alles so, ne?
glitzert und schimmert und dieses Buch sieht von innen so aus. Und hier, da sind immer Seiten bei, die im Prinzip wie ein Poster so, ne? Wie so, da sind dann halt hier eine Einhornkarte, das große Einhorn-Motivtorte, Lesezeichen, wieder eine Torte, hier kann man Glitzerduschgel selber machen, Popcorn und so weiter und so weiter. Aber halt zwischendrin immer eben diese Sprüche. Sei immer du selbst, außer du kannst ein Einhorn sein, dann sei ein Einhorn. Hier kann man sich ein Einhorn stricken, hier kann man zum Beispiel selber ausmalen, Kekse backen, hier wieder so ein Spruch. Ja, hauptsächlich wegen den Sprüchen. Es passt so jede dritte, vierte Seite. Hier sind gleich zwei. Hier. Ja, das fand ich mega genial. Regenbogen-Shot. Und so weiter und so weiter. Hier wieder was zum Ausmalen. Ja, das hat mir sehr gut gefallen. Werde ich mir mal in Ruhe anschauen. Wie gesagt, 7,99 bei Nanu Nana. Und weil ich dann so da am Stöbern war und hiermit schöne Grüße an dich, Melli, falls du dieses Video siehst, gibt es ein Mandala-Ausmalbuch Flamingo. 64 Malvorlagen zum Entspannen. Sonderpreis 2,99. Und ja, da sind ohne Ende Flamingos drinne. Und was ich hier dran mag, ist, dass es eben nicht nur so ganze Motive sind, sondern halt auch so Sachen, die man sich dann einzeln ausschneiden kann. Hier. Ja. Na, da ist auch wohl ein Druckfehler. Ist aber nicht gemalt. So, die Maschine abgerutscht. Ja. Dieses, da gab es auch, glaube ich, Einhorn von und auch noch andere Sachen. Das war dieser Mischmasch-Haul und ja, dann bis zum nächsten Video. Tschüss!